Ging es hier an Kalm vorbei? War das eventuell so? Ich muss mal eben gucken. So, und dann werde ich mich mal später zurückporten. Also mal probieren. Nee, das ist falsch. Warte mal kurz. Ah. War die Blumenwiese nochmal... Warte, wir hatten das doch. Ach du Scheiße. Mhm. Können wir durch Kalm durch vielleicht? Dann probieren wir das einfach mal. Und wir müssen ja eh nochmal hier hin. Ja, Story machen wir weiter, wenn wir sie irgendwann weitermachen, ne? Das ist, Alter, ich fass es nicht. Was ist das denn hier alles? Ich hätte das eigentlich sammeln sollen. Dass wenn wir sowieso hier hinkommen, dass wir unterwegs die Quest von ihr machen können, ne? Aber meine Güte, dann ist es jetzt so. Ein Funkturm müssen wir auch noch machen. Ne, zwei fehlen, glaube ich, sogar noch von denen, die wir besucht haben. Ich finde es sehr nice, dass wir auch relativ schnell wieder zurück können hier. Auch ganz toll, dass er das hier offen gelassen hat. Oh. Es folgen die Nachrichten des Tages. Die terroristische Gruppierung Avalanche, die den Anschlag in Midgar verübt hat, soll Berichten zufolge in Kalm untergetaucht sein. Als Reaktion darauf hat Shinra einen Suchtrupp in den Ort entsandt. Aufgrund der Fahndung war Kalm vorübergehend abgeriegelt. Schön, euch wiederzusehen. Ihr seid Shinra also entkommen. Ja. Ihr könnt hier gerne Rast machen, wenn ihr wollt. Was? Ist ja eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal zum Mittagessen getroffen haben. Also sag schon, wie viel brauchst du heute? Wieder 300 Gil, wie sonst auch immer? Oh. Ungefähr 500 Gil wären. Dort Sorcerer, Glücksspieler? Dann hätte ich genug, um hier Bonbonchen zu kaufen. Was? Du bist echt unverbesserlich. Ich sehe Stamp, ich sehe einen Chocobo, ich sehe einen Bomber, ich sehe da unten ein Bienchen, ich sehe einen fetten Chocobo, ich sehe einen Tomberry, ich sehe einen Mogri, ich sehe einen Kaktor, ich sehe einen... Verdammt, ich weiß den Namen nicht von diesem Geistvieh. Ich schäme mich, aber ich muss schon sagen, so schlecht war ich jetzt nicht. Oh, und ich sehe natürlich einen Kate Sith. Also sag schon, Kate Sith meine ich. Also... Ihr wollt nicht wissen, wie ich den früher genannt habe. Reden wir nicht drüber. So, eine Kartenspielerin fehlt uns, glaube ich, hier auch noch. Oder ein Kartenspieler. Ich muss schon sagen, ganz wohl war mir bei so viel Schindler-Präsenz ja nicht. Ständig wartet er immer noch da vorne? Er wartet immer noch, ja. Okay, ich zeige euch mal ganz kurz die Gasse, ja? Die ich tatsächlich leider großzügig übersehen habe. Schäme ich mich auch ein bisschen. Oh, warte. Ui! Akira, der Megastar aus Kalm, kehrt für ein Konzert in seinen Heimatort zurück. Nein, oh Gott. Das darf man nicht verpassen. Seid dabei beim mitreißenden Auftritt. Hey Leute, seid ihr alle gut drauf? Euer Akira ist wieder da. Und zwar mit einem Plattenvertrag bei Shinra Records. 7 lange und harte Jahre sind vergangen, seit ich meine Heimat Kalm verließ, um ein berühmter Sänger zu werden. Mein Weg führte mich nach Midgar, wo ich nach den Sternen greifen wollte. Ich hatte mir geschworen, eines Tages als großer Star nach Kalm zurückzukehren. Leider musste ich Midgar verlassen, bevor ich meinen Traum erfüllen konnte. Doch, auch wenn nicht alles so lief, wie ich es mir gewünscht hatte, meine Reise ist noch nicht zu Ende. Sie hat gerade erst begonnen. Meinen ersten Song widme ich all denjenigen, die unermüdlich ihren großen Traum verfolgen. Hier ist Gotta Walk On. Life in the gutter was really wear me down. The stairs got hanging above. My heart was naked for love. I had to get out.
Ich sterbe einfach. Das ist so geil. Okay, aber ich mach jetzt mal weiter. Akira, der Megastar aus Kalm. Hier ist nämlich die Gasse, die haben wir gar nicht gesehen. Ich würde es nicht mal wundern, wenn ich noch mehr übersehen habe, aber ich zeige euch das jetzt mal hier. Vielen Dank an Erik, der hat die nämlich nicht übersehen bei seinem kurzen Reinschauen. Oh, sind das Dampfnudeln? Sind das so Dampfnudeln? Ja, ich hab Bock. Ich will noch einen kleinen Abstecher machen. Moment. Ich kann nicht aufhören damit, denn ich kenne das Lied. Oh mein Gott. Ich kenne das Lied seit so vielen Jahren. So, ich müsste nach unten. Ach, guck mal. Jetzt bist du hier. Boy. Oh, und da ist noch eine Quest. Oh Gott, Leute, es hört nicht auf. Aber bevor ich die Quest annehme, möchte ich bitte einmal ganz kurz meine Waffenpunkte hier vergeben. Ja. Warum ist Rebirth so unfassbar groß jetzt schon? Aua! Oh. Ah, sie sind's. Wie war das? Wie war das beim Erik? Warte, ich muss da ganz kurz überlegen. Warum denn so und so viele Gigabyte, als es runtergeladen hat? Und dann später... Ich weiß jetzt warum. Ja. So. Ja, das kommt. Das ist auf jeden Fall. So, 5 Stück haben wir noch. Dann können wir das hier machen. 3%. Ja. Deifa. Force 5, okay. Ja, okay. Machen wir das. Leibwache gelernt, war. Wow. Macht doppelt hält besser. Auf. Vielen Dank. Bei einer Fibel, ja? Dieses Wort Fibel ist mir im Leben. Ja, was heißt so nicht wieder aufgetaucht? So ein, zwei Mal im ganzen Leben. Aber es musste mich immer wieder. Also, es hat nur in der Grundschule eine Rolle gespielt, sagen wir mal so. Da hatten wir nämlich eine Fibel. Und in der Fibel ging es um Fine und Toni. Und wieso weiß ich das noch? Manchmal ist das alles weird, ne? Wieso weiß ich das noch? Der Wäscheberg bei mir nicht. Na endlich, die Monteure. Was? Oder auch nicht. Verzeihung. Ja, reparieren kann ich das Ding nicht. Aber zerdeppern keine, wenn es sein soll. Schlechte Scherze kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir stecken hier in großer Not. Ach ja, was ist denn passiert? Die Makroleitung nach Köln scheint undicht zu sein. Hab so eine Alleskönnerin drauf angesetzt, die das notdürftig reparieren will. Hätte aber lieber, dass sich das nochmal jemand vom Fach ansieht. Und auf den warte ich hier gerade. Eine Alleskönnerin? Genau. In den Slums von Midgar soll sie sich ziemlich verdient gemacht haben. Hm. Na, die würde ich ja gerne mal treffen. Kein Problem. Kann euch gerne sagen, wo sie ist. Könntet ihr mir im Gegenzug vielleicht einen kleinen Gefallen tun und ihr etwas ausrichten? Unser eigener Monteur traf leider bei seinem letzten Rundgang auf ein paar Ungeheuer und liegt jetzt im Krankenhaus. Hab Shinra schon gebeten, Vertretung zu schicken, aber da hat man momentan ja auch genug um die Ohren. Ihr könnt euch also sicher vorstellen, wie erleichtert ich war, als diese Alleskönnerin hier aufgekreuzt ist. Kann mir tatsächlich vorstellen, wer das ist? Es geht um eine ganz gewöhnliche Makroleitung. Diese riesigen Röhren, über die das Makro von Midgar in die umliegenden Städte gepumpt wird. Aber mit unserer stimmt etwas nicht. Die befördert nichts mehr her. Wir haben zwar noch ein bisschen was im Tank, aber das wird nicht ewig halten. Jeden Tag überprüfe ich den Makrostand und frage mich, wie lange das noch gut geht.
Sicher nicht angenehm. Aber irgendwann werden wir sowieso ohne dieses Zeug auskommen müssen. Du bist aber wirklich zu Späßen aufgelegt, was? Synchronsprecher sind so gut hier, ne? Es sind so gute Synchronsprecher hier am Start. Oh, wie freundlich von euch. Ich bin übrigens Fritz Bellinger, der Bürgermeister von Kalm. Die Alleskönnerin sollte in der Werkstatt vor den Stadttoren herumwerkeln. Sagt ihr doch bitte, sie soll mir bei Gelegenheit einmal melden, wie sie so vorankommt. Leute, bleibt ruhig! Seid doch vernünftig! Soll es andere Alleskönner in den Slums gegeben haben? Das höre ich aber zum ersten Mal. Na, wenn es einer wissen dürfte, dann du, oder? Lass mich mal nachdenken. Reparaturen laufen. Nein, außer dir kenne ich niemanden. Hab noch ein wenig Geduld. Normalerweise machen Leute in diesem Gewerbe aber auch nicht so ein Tamtam wie du. Alles klar. Sprich mit dem Bürgermeister von Kalm, um mehr zu erfahren. Begib dich zur Werkstatt, um der Alleskönnerin die Nachricht des Bürgermeisters zu überbringen. Okay, jetzt sieh dort auf der Karte an. Wir müssen sowieso dahin, okay? Mein lieber kleiner Mann. Kennst du das Kartenspiel? So, dann gehen wir nämlich jetzt mal hier durch. Ist was? Pinken Kleid und Schleife im Haar. Ach, ich bin so doof. Pinken Kleid und Schleife im Haar. Ey, die reden über Eris. Boah, da war ich aber ganz woanders, als ich das gelesen habe. Ich glaube, ich spinne. Die machen wir fertig, Leute, ne? Die machen wir fertig. So. Hallo? Warte. Es ist Hollow. Ah, oh, damit endete Final Fantasy VII das Remake. Und das ist die Straße von Midgar Richtung Kalm. Und hier hörst du das Lied. Ich habe es tatsächlich beim Thumbnail machen noch gehört. Das und das neue Lied, das ja im Trailer ist, sag ich mal. Oh, ist das schön. Das sind so fette Leitungen, das ist echt unfassbar, ne? Und guckt euch mal an, wie die Landschaft hier aussieht. Also sehr, sehr schön dargestellt, ne? Also alles komplett kahl, vertrocknet, rodet. Ja. Ich brauche eine Bushaltestelle. Ich mach jetzt einen Quiz. Ja, oh Gott. Brauche ich sie nicht. Die Straße hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Entschuldigung. Die wurde damals von der Republik errichtet. Ist mir egal. Tja. Und Shinra repariert nur, was Shinra selbst auch braucht. Ich habe gehört, dass hier früher Busse gefahren sein sollen. Die sind zusammen mit der Republik verschwunden. Dann hat Shinra Schuld, dass wir den ganzen Weg zu Fuß gehen müssen, ja? Also, ich hab Spaß. Das ist wie ein Ausflug. Findet ihr nicht? Kommt drauf an, wie man's sieht. So, ist ein kleiner Fünf. So, ich weiß, ich mache hier... Also, ich sollte jetzt mal ganz woanders... Oder ich laufe hier richtig doof, ich weiß das. Wir müssen da hoch und wir hätten vielleicht die Straßen... Lebensquelle gestoßen.
Du solltest hier unbedingt einen Scan durchführen. Indem du aus dem Wissensschatz des Planeten schöpfst, kannst du mehr über diesen Ort erfahren. Ah, an Lebensquellen kannst du Analysen zu unterirdisch verlaufenden Lebensstrom durchführen. Auf diese Weise erlangst du Wissen über die umliegenden Orte. Wenn du den Ruf der Quelleneule folgst... Oh, die Musik, ich kann nicht mehr, ey. Oh. Die fand ich auch immer so schön. Wir kommen auch noch zu einem Ort, wo es eine sicherlich wunderschöne, imposante Sequenz gibt. Denn die war sogar im Original, auch mit der klobigen Grafik damals, war die so schön mit der Musik. Aber darauf freue ich mich schon sehr. Wenn du dem Ruf einer Quelleneule folgst, wird sie dich bestimmt zu einer Lebensquelle führen, wo sie ihr Nest hat. Ist das etwa der Lebensstrom? Neuer Regionsbericht wurde hinzugefügt. Durch Analyse der Lebensquellen kann das Wissen des Lebensstroms entschlüsselt werden. Mhm. Du kannst diese Regionsberichte über Weltberichte einsehen. Geh ins Menü, check die Regionsberichte und erweitere dein Wissen auf jeden Fall. Es gab tatsächlich einige neue Informationen. Quellen des Lebensstroms, so wie diese, existieren an vielen Orten. Die Menge an Mako, die dort fließt, ist gering. Daher sind sie für Shinra nicht von Wert. Aber uns liefern sie unschätzbar wichtige Informationen. Hoffentlich findest du noch viele weitere von ihm. Es gibt so viel zu tun in dem Spiel. Von Kalm aus wurde ursprünglich das Verkehrsnetz in den Graslanden verwaltet. Die markante Stadtmauer diente der Kontrolle des Personen- und Warenverkehrs. Wegen ihrer robusten Struktur benutzte der Shinra-Konzern die Stadt im Krieg mit der Republik als Militärbasis. Shinra hat seit seiner Machtübernahme davon abgesehen, einen Reaktor in der Region um Kalm zu errichten. Stattdessen wird das Mako durch ein Rohrsystem aus Midgar herbeigepumpt und zur Verwendung in Tanks gespeichert. So können die Bewohner den Komfort von Mako-Energie genießen, ohne dass die Natur Schaden nehmen muss. Die hohe Lebensqualität sorgt dafür, dass Jahr für Jahr mehr Einwanderer in die Stadt kommen. Vor etwa 10 Jahren wurde Kalm schwer beschädigt, weil Shinra Wiederaufbaumaßnahmen einleiten ließ. Über die genauen Hintergründe des Vorfalls ist bis heute nichts bekannt. So schön. So verdammt schön, Leute. So, da oben müssen wir jetzt hoch. Ich spiele weiter und weiter. Es kommt ein Lied. Ich sag, hey, das ist doch hier Hollow. Wir spielen weiter. Wir sehen eine Eule, die mich doch sehr an den Phönix erinnert hat. Ich bin ein bisschen doof hier. Sie an den Phönix erinnert hat. Wir hören weitere Musik. Wir sehen das erste Mal so, also kriegen wir das so ein bisschen erklärt mit dem Lebensstrom. Zeit. Krass alles, ne? Sehr krass. Die ganze Zeit, das Spiel geht, also wie lange spiele ich jetzt schon? So viel, also ein paar Stunden schon. Und ich glaube, ich komme da gar nicht hoch. Es gibt wahrscheinlich einen offiziellen Weg da hoch, aber nun ja. Und es gibt jetzt so viel zu entdecken. Es gibt so verdammt viel zu tun. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll.
Warte, Moment. Okay. Jetzt haben wir es. Drück ich mal den falschen Knopf. Frage mich, ob ich von hinten dann hier hochkomme. Müsste ja eigentlich. Cool, da unten. Aha, warte mal. Ob wir hier irgendwo runterkommen. Ja. Ist das hier diese Werkstatt? Ha? Keiner hier, oder was? Wird hier etwa mein Typ verlangt? Du! Ich wusste es! Doch die Göre aus Sektor 5, die Müll über Avalanche verbreitet hat. Hä? Gibt's ja nicht. Cloud? Ist das hier auch dein Gebiet? Hast du die Reparatur der Marco-Leitung übernommen? Na klar. Ich übernehme jeden Job, solange der Preis stimmt. Wie ihr überhaupt an Aufträge kommt, ist mir ein Rätsel. Der Bürgermeister hat eine Nachricht für dich. Du sollst berichten, wie es vorangeht. Ja, also, vorangeht. Es geht voran, ja. Ich wollte ihm schon lange Bericht erstatten, aber... Nun ja... Mir fehlen noch einige Teile für die Reparatur, darum stockt es etwas. Wie wär's, wenn wir die Sachen gemeinsam zusammensuchen? Vergiss es. Jetzt sei doch nicht so... Ein Profi wie du muss sich auch mal um den Nachwuchs kümmern. Ich mach auch alles, was du sagst. Versprochen? Dann hör auf, dich als Alleskönnerin auszugeben. Das ist meine Bedingung. Abgemacht. Um gleich zum Punkt zu kommen, das hier sind die Teile, die wir benötigen. Vermutlich noch viel mehr, aber beschränken wir uns fürs Erste auf das Nötigste. Komm wieder zu mir, sobald du alles hast. Den Auftrag annehmen. Das Spiel wird uns niemals die Story weiterspielen lassen. Du kommst nicht mit? Ich muss hier noch ein paar Kleinteile suchen, Schrauben und Nägel und so. Ich liebe es aber auch. Wir haben Quests, die so richtig Story haben. Jetzt mit der Schwester, mit ihr und sowas alles. Wir sehen Charaktere wieder. Und wir haben nicht diese... Also wir haben jetzt schon so eine Hol-diese-Items-Quest irgendwie. Aber wisst ihr, wie ich meine? Es ist alles so schön eingepflegt und interessant. Die Sachen sind interessant. Und wir haben in Final Fantasy 7 gerade Quests. Das ist so... Hä? Okay, dann gucken wir mal. Sind die weit weg? Nö, sind sie nicht. Okay. Ja, super. Dann machen wir das doch und gucken, was wir hier noch Schönes haben. Und die Blumenwiese ist auch in der Nähe, ne? Dann machen wir das in... Haltestelle wäre übrigens auch noch super, ne? Okay, die Blumenwiese ist doch noch ein bisschen weg. Lassen wir es mal. So, weiter geht's. Fliegen sie weg. So. Ja, das wird interessant werden jetzt. Kletterei hier. Jetzt macht es sehr viel Sinn, ne, dass wir das mit dem Klettern hier machen können. Und was? Hallo? Wieder zurück, Cloud. Das war's. Wie die Musik sich auch hier schon geändert hat.
Boah, Alter, ich kann nicht mehr. So geil. Es ist oder nie. Bitte eine große Sache. Das ist ein Goti. Ich sage euch. Also sage ich auch ohne als Fan. Aber ich bin ein Fan. So. Ja, dann haben wir hier noch was und dann sind wir fertig. Moment. Also, oder? Wo sind wir? So. Okay, hier hoch. Komme ich denn jetzt hier runter? Es geht das hier schon wieder los. Ignoriert das bitte. Ja, ist nur ein bisschen peinlich so. Und ja, es gibt einen Weg, aber Wege gehen, das ist doch uncool. So, war es das jetzt schon? Sauer. Und? Alles am Start? Vorhandene Teile. Hm. Wow! So viel? Damit können wir die Leitung nicht nur flicken, sondern quasi in neuem Glanz erstrahlen lassen. Zu einem saftigen Aufpreis, versteht sich. Alles klar, dann mal los. Hier geht's lang. Die Marco-Leitung repariert sich schließlich nicht von selbst. Ach, das jetzt auch noch? Ach, Kiri-Kiri-Käse? Na gut. Und sie sagt damit die Quelle ein. Ich habe aber nicht zufällig meine Oma geschickt, um mich zurückzuholen, oder? Ständig hat sie mich wie ein kleines Kind behandelt. Da hatte ich irgendwann die Nase voll. Also habe ich meine Sachen gepackt und bin aufgebüxt. Jedenfalls werde ich hier draußen ganz groß rauskommen, einen Batzen Geld verdienen und es der Besserwisserin zeigen. Ein Auftrag für dich, Herr Alleskönner. Einmal aufholen, bitte. Armselig. Ausgezeichnet. Ich habe einmal kurz, habt ihr gesehen, ich habe einmal ganz kurz geblockt. Ich wollte euch mal zeigen, wie ich das kann. Das war's. Alles geben. Habe ich schwören. Ganz ehrlich, das habe ich immer noch nicht gecheckt, tatsächlich. Okay, ein Button haben wir schon. Genug. Du musst wirklich blocken dadurch, los. Ne? Sehr gut. Kann ich mal bitte jemand angreifen? Hallo? Kannst du mich mal angreifen? Nimm das! Ja! So. Ja gut, okay. Ramura. Die anderen leveln, ja, obwohl doch, die anderen leveln automatisch mit, weil das war immer blöd im Original. Da musstest du immer, du musstest halt ein bisschen grinden, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Tifa und Aeris mit in meine Gruppe habe, was ich übrigens nochmal ändern wollte, dann leveln zum Beispiel, also im Original hätten jetzt Barret und Red, ich habe beide am falschen Namen gesagt, ich will noch nicht spoilern,
Hätte ich beinahe, wobei, was heißt Spoiler? Wir haben ja Crisis Core alles gespielt, aber... Obwohl, nee, das wäre ein Spoiler. Das mit Red wäre tatsächlich ein Spoiler, weil das hat ja in Crisis Core nichts zu suchen gehabt. So, genau, die würden dann nicht mitleveln und dann müsstest du die nochmal irgendwann hochleveln. Und das ist halt immer ein bisschen doof gewesen. Speichern. Ich wollte irgendwas im Menü machen, aber ich habe es tatsächlich vergessen. Gibt zu viel zu tun. Ich krieg das noch alles hin, Leute. Alles mit der Zeit. Ach, da vorne ist es ja. Schön, das ist bestimmt sehr gesund. Ganz toll. Und hier ist alles grün. Das doch reparieren, oder? Hä? Unterschätze nie ein Kind der Slums. Aus Schrott kann ich wahre Wunderwerke errichten. Ah, weißt du da, was ich machen wollte? Gruppe ändern! Achtung! Oh, das übernehme ich. Yeah. So muss das sein. Iba! Iba! Schüttelhaftig! Sollte mich vielleicht auch mal heilen. Alles im Blick des Ich leg los. Ja. Erzeugt ein Energiefeld. Um den Ausführenden das Gegner stoppt und ihnen Schaden zufügt, wenn sie sich in den Wirkungsbereich einen Angriff ausführen. Sehr nice. Während des Blockens, also Synchro-Aktion im Team mit deinem Gefährten ausführen. Wenn du während des Blockens drückst, werden Informationen zur Synchro-Aktion angezeigt. Die Aktionen unterscheiden sich je nach Tasteneingabe und reichen von schnellen Kombos bis hin zu mächtigen Angriffen nach längerem Drücken der Tasten. Oh, okay. Und tschüss! Gemeinsam! Hm? Wie aus einem Guss! Hm? Und perfekt, wollen wir? Gemeinsam! Ah, da passt ja auch sie auf, das ist so süß. Da müssen wir natürlich ganz aufmachen aus Gründen. Los geht's, es geht los. Oh. Sorry. Laut, ich halte dich mal. Los, geben wir alles. Flieg, genau her. Ja, okay. Fängst du an? Das war's! Das hier so aus dem Boden schießt. Okay. Die hat sich ich hab ein bisschen zu viel ausprobiert gedacht. Und das war nicht der richtige Kampf. Du Alleskenner! Supi! Das wäre geschafft! Die Leitung wie neu, Belohnung wie heu! Die Bildung dieser Union der Alleskönner muss gebührend gefeiert werden. Darauf müssen wir anstoßen. Dein Versprechen schon vergessen? Du meinst das Versprechen, dass wir uns als Kollegen die Hände reichen und voll durchstarten? Du sollst dich nicht mehr Alleskönnerin nennen. Wieso das denn? Schadet dir doch nicht. Ich rühre auch die Werbetrommel für dich, okay? Das wäre Rufschädigung. Oh mein Gott, Kiefer. Hier. Okay. Oh, das muss ich. Achso, das bleibt tatsächlich. Oh, das ist ja doof wie im Original. Das finde ich jetzt doof, dass es wie im Original ist. Brauch mal kurz eine Pause. Hm.
Föhn und dachte, hab ich nicht. Haarspray vielleicht? Los! Scheiße. Oh, die ist vergiftet. Kannst du das machen? Komm schon. Du schaffst es. Hallihallo. Ist das alles? Überlass das ruhig mir. Also eine Beschwörung wäre jetzt so nicht schlecht, ne? Ich mach das ganz in Ruhe mittlerweile. Oh. Ne. Leibwache kannst du gut nutzen, um Limit Breaks auch zu beschwören. Das ist aber gerade krass irgendwie. Finde ich mit den Limits. Ja, kann sein, dass wir jetzt gleich abkacken. Ich bin so schlecht! Ich bin so schlecht gerade, aber ich bin auch so unvorbereitet gewesen. Also, bisschen peinlich ist das schon, ne? Synchro-Fertigkeiten. Blütensturm, warte. Na, mach mal. Oh, das ist gerade echt die Rettung. Bestimmte Synchro-Fertigkeiten erhöhen deine Limitstufe, wodurch sich noch mächtigere Limits einsetzen lassen. Cloud beispielsweise benutzt. Er setzt auf Stufe 1 Kreuzschlag und auf Stufe 2 Atomisator ein. Über die Kodizes der einzelnen Charaktere können auch Limits der Stufe 3 erlernt werden. Finde ich sehr nice, okay. So, wir müssen uns gerade mal hier wirklich am Leben halten. Überlass das ruhig mir. Ich darf dich nicht verlieren. Super. Also ich merke so, dass jetzt gebe ich alles. Wir definitiv was machen müssen hier. Reicht hier noch nicht. Boah, ist das schön. Und was machen wir jetzt mit der Göre? Die Reparatur ist beendet. Lass uns dem Bürgermeister Bescheid geben. So, dann wollen wir mal. Also, wie gesagt, ich merke schon krass, dass ich bei den Kämpfen, die sind für mich so hart nebensächlich. Ich muss mich da mehr reinfuchsen. Weil das ist gerade, ich habe das zu leicht auf eine zu leichte Schulter genommen. Ne? So, wir machen jetzt mal Kampfeinstellungen. Warte, ne, wo hatten wir das? Doch, ich meine, das war bei den Kampfeinstellungen tiefer. Oh mein Gott.
Gruppenmitglieder wechseln. Kiefer würde ich gerne mit Barrett austauschen. Super, Barrett. Synthese nochmal. Wie viele Menüs du jetzt einfach hast hier, ne? Heiltrank. Warte, stopp. Ach, warte, ich muss erst noch damit klarkommen, so jetzt. Okay. Speichern wir nochmal zur Sicherheit. Sind wir ja schon hier, deswegen können wir eigentlich zur Blumenwiese und hier das hier würde ich auf dem Rückweg vielleicht machen. Mal die falsche. Obwohl, warte mal. Hier ist die Blumenwiese. Ach du Scheiße. Komm. Machen wir das eben noch. Irgendwie hoch zur Straße. Ich muss ja sagen, ich bin auch ein bisschen neugierig, wie die Blumenwiese aussieht. Hier können wir auch nochmal gucken.